1800 und ich habe 233.000. Wenn du eine Stadt hast, dann weißt du gar nicht mehr, was du mit der ganzen Kohle machen sollst. Sind die Häuser mittlerweile... Nee, alles noch nicht gebaut. Da fehlen immer noch Steine. Obwohl ich 600 da habe. What? Okay, whatever. Sechs, sieben, acht, neun. Genau. Bau das jetzt voll und dann baue ich hier voll. Und das ist ja bald erreicht, haben wir. Ansonsten. Ja. Oh, da war was. Nächstes Assignment. Schade. Den geht irgendwann die Kohle aus, würde ich mal behaupten. Ich hab sogar noch Kohle übrig. Schade, ein bisschen hätte noch gefehlt. Zack. Bisschen Kohle zusammengekratzt. Gott, nee, was müsste meine Trading Routes? 300, aber du bist auch der Rohstoffbeschaffer. 500, 900, 14, 400, 1000, 700, 1800, 1200, 1000. Pro Tag wohlgemerkt. Pro Tag. Das bringt mir mehr ein als meine andere Stadt. Something is going on in Corpus Christi. Mann, so viel. Die haben noch nicht mal. Come in for a moment. Spain has an alliance, and I'm afraid I have no assignments for you. Ich meine, ich würde gern mit Spanien quatschen, dass ich das die Stadt übernehmen kann, aber das macht ja keinen Unterschied. Dafür müsste ich mich halt mit Spanien gut stellen. 44%, ne? Dank der dämlichen Holländer. Muss man dazu sagen. Weil die meine Reputation runtergezogen haben. Um es anzugleichen. Was ein bisschen unfair ist, aber... Okay. Der Hammer ist einfach, dass ich durch... Was geht denn da vor? Corpus Christi. Rohstoffmangel. Baumaterialmangel. Alles kein Problem. Hat da vielleicht was für mich? I have the following task for you. Probieren wir's. Interested in trading some. Oder so. Oh, jetzt habe ich mein Geld dafür ausgegeben. Toll. Aber ich habe ja meine Steine wieder verkauft. Das auch. In New Orleans? In New Orleans? What? Hä? Wie kann denn in New Orleans was? Ah, okay. Deswegen. Wenig Leute. Ach, Steine.
So, 6000 Leute. A convoy is in trouble. I don't fucking care at all. Sowas von nicht interessant für mich im Moment. Sowas von überhaupt nicht interessant. Ja. Fehlstein? Soll man sagen. Es fehlt Stein. Frag mich immer, wo sie die vielen Bauarbeiter her haben, ne? Ganze Häuser zu bauen. Ja, wie viel produzieren wir in 10 Tagen? I'm afraid I must inform you that we are 1219. Uns fehlt nur Arbeit. Ja. Genau. Ja, gut, dass ich wieder Sägewerke gebaut habe. Weil es geht 1:1 auf. Na gut. Dann nehme ich ein bisschen was mit. Und was kommt in Cayman ab? Da ist auch ein Sell and Supply, der nur für Cayman arbeitet, der die hier versorgt. Von daher. Jetzt ist halt die Frage quasi im Endeffekt, wie schnell kann ich Leute beischaffen. Und mit der Menge an Geld baue ich mir noch eine Karavelle, eine Corvette. Einzig um Leute transportieren zu können. 630 Leute. Assignment failed. Dachte ich mir. So. Ich mache immer noch massig Kohle, so unglaublich. Corpus Christi brennt, aber ich kann nichts dagegen machen, kann keine Feuerwache aufstellen oder sonst irgendwas, weil ich nicht erlaubt bin, das Ganze zu machen. Oh, ich kann einen Hafen bauen, ne? Mittlerweile. Big Shipyard. You are not allowed to build this building. There is the answer. You cannot commission this building project if you are the. You can only admission in the zone. Ich mein, ich
Insgesamt gibt es 78 Häuser hier und 62 davon gehören mir. Naja. Was sagen wir? Mieteinnahmen? 6200 Leute könnte ich, aber ich habe 8600 Mieteinnahmen. Täglich. Das zahlt für sich selbst. Oh, ich bin auf dem Weg nach Havanna, okay. Was ist erstmal wichtig? Ich glaube, Stein ist erstmal wichtiger. Dammit. Irgendwer hat es mitgenommen. Hoffentlich verkaufen sie es hier. Holz? There is something you could do for my city. Wool. Production of town by Lanus. Ob ich Taylor nicht gerade baue? Würde ich mal behaupten, ich habe ein bisschen was an Holz da. Voll der Feller einfach ans Lager, an den Hafen verkaufen. Okay. 5.944 Leute. Something is going on in Corpus Christi. Dürre, kann ich nicht viel machen. Sinkende Leute. 5.800? Oh, Scheiß, wirklich? Was ein Bullshit. Dürre macht mir mein... Die Dürre macht mir alles kaputt. Something isn't quite right in Caden. Hol mir doch noch jemals 20, ich beschwere euch doch nicht so. Dürre. Oh, 5.500, ich war bei fast 6.000. Das ist nicht richtig. So viel. Es fehlt so viel. Dürre. Mal sehen. Was ist denn jetzt? Die Häuser sind alle in Bau. Ist gut. Weitere 400.000 für mich.
Tailoring. Irgendwann will ich mich doch dafür jetzt verkohlen hier. Moment, was hast du für einen Auftrag für mich? I have a trade assignment to offer. We have a deal. Wie denn davon, dass ich in 10 Tagen 1000 herstellen kann? Oh ja, habe ich gerade aufgebaut. Zwei? Drei. Drei habe ich gerade aufgestellt. Hm, okay. Extra Kohle. Something is going on in Corpus Christi. Ja, sie haben eine Dürre und ich weiß nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Okay, weiterhin Leute, Steine, Kohle reinpumpen. Zumindest ist das der Plan, ja? Hätte nicht gedacht, das ist eine Dürre. Oh, 7100. Okay. Dürre ist weg. Boom. Alles voll besetzt. Aha. Something is going on in Corpus Christi. Okay. Mal sehen. Haben sie mittlerweile alles fertig gebaut? Ich meine, es sind 73 Häuser und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sind 67 Herstellungen. Oder. Ja. Die Farm. Warum nicht? Einfach nur um den Stein, um die Steine da loszuwerden und alles. Ein Eisen brauchen wir sowieso. Greetings. Ich meine, wir stellen jetzt. Wir stellen 660 Holz her und verbrauchen 180. Ich meine, wir bestellen nur 160 Farbe her. Das ändert sich jetzt auch. Fehlt halt hier an Rohmaterialien ein bisschen. Ich meine, es ist nur Stoff. Ja, Stoff, den man hier bräuchte. 7100. 72. Müsste es gleich haben. Something isn't quite right in Cayman.
Diesmal fehlen Leute tatsächlich. Immer noch 7-2, immer noch 7-2, immer noch 7-2. Damn it. Give me more. Okay, Leute fehlen nicht. Aber es fehlt die Leute anscheinend. Aber. Wir haben 684 Steine auf Lager. Ich weiß nicht, wie weit die da noch mehr. Stein haben wollen. Oh, 1200. Naja. 48.000? Gott, der hat gut bezahlt. Schon lange, 600. Die Leute habe ich rausgeschmissen. Nö, noch nicht. Einer der größeren Fehler. Oh, ich könnte nach Veracruz gehen. 7-3. Corpus Christi has now 7500 inheritance. You are almost made it. You have taken 267 days up till now. Wäre die Dürre nicht dazwischen gekommen. Als ob die Karte dafür gemacht wäre. Zwei Städte in der Nähe, die drei, die Dings produzieren. Steine. Sieben, fünf. Fehlt immer noch Stein. Nein, sie sind am Bauen. Tatsächlich. Und Rohmaterial fehlt. Whatever, dude, whatever. Das ist enttäuschend. 7600. Got it. Reputation plus 6. Ah, assignment successful. Was für eins war das? Ah, scheiße. You have succeeded in significantly expanding Corpus Christi. Elena can now proudly report your achievement to her girlfriends. Aha. You took 276 days to achieve this goal and have therefore achieved the following score. 266.999. You have connected to server, upload. Ja, natürlich. Natürlich. Leaderboard. My position ist natürlich für den Arsch. Oh. Scheint echt Methoden, das noch schneller zu machen. Aber auf 213, ohne wirklich das durchzukalkulieren, was ich brauche. Schon nicht verkehrt. Jetzt 14 Tage.
Das ist die Zeit. Die man braucht, um Corpus Christi zu... Ich meine, wenn du ein Geldsheet benutzt, dann sofort bauen. Ein Geldsheet, ein Material... Erst ein Geldsheet, dann ein Materialsheet und dann nochmal... Ich weiß nicht. Mit Cheats könntest du das bestimmt easy in 14 Tagen machen. Brauchst nur deine Lizenz. Das ist die Zeit, in der du einkaufst, rüberfährst, das Dings hast, deine Lizenz bekommst, dann brauchst du die Zeit zum Bauen. Dann, dass die drei Gebäude bauen, dann musst du dir Geld cheaten, Material cheaten, immer wieder Geld und Material cheaten, bis du alle Gebäude hast. Geld und Material cheaten, Geld und Material cheaten. Und dann warten, bis alle Gebäude fertig sind. Und dann Leute beicheaten. Dann funktioniert das, würde ich mal behaupten. Aber ich bin zufrieden. Iron Man. Dreizehn Tage auf Iron Man. Wobei Iron Man ist kein Unterschied. Warte, der ist auf 8 mit 67 Tagen. Und hier ist er auf 28 Tagen. Vielleicht haben sie auch irgendwas getürkt in irgendwelchen Speicherdings. So. Okay. War ich da was? Ghostship. New Adventure, Drone of Pirate, Harbor Master, Ghostship Skin. Ja, whatever. So, das war irgendwas Campaign of Christi oder so. Campaign Earthlife Accessioning of Christi. Ja. The Bat with Pablo. How task to earn as much gold as possible in the course of 4 months. The more successful you are, the higher score you can substantially post the global leaderboard. In 4 Monaten 2 Billionen. Oh, das ist Money Cap, huh? Weil die ersten 8. Die ersten 8 haben genau dieselbe Punktzahl, genau dasselbe Cash und demnach dieselbe Punktzahl. Demnach Money Cheat bis zum Abwinken oder irgendein Glitch, Abuse, was auch immer. Das machen wir das nächste Mal. Für heute ist erstmal Schluss, wir haben fast schon 3. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.